Vordergrund des Geschehens. Stefan Dörflinger, Schweiz auf dem besten Startplatz. Neben ihm Hagen Klein aus Leinfelden. Timmer Holland, Hummel Österreich und Blatter Schweiz komplettierten die erste Startreihe. Den besten Start hatte der große Favorit Stefan Dörflinger mit der Nummer 2. Dahinter der Rest insgesamt 45 Fahrer. Es wurde ein sehr einseitiges Rennen, denn schon nach der ersten Runde hatte Dörflinger einen relativ großen Vorsprung. In der dritten von insgesamt 10 Runden dann eigentlich schon die Entscheidung. Mit 2 Minuten 54,3 Sekunden schaffte der Spitzenreiter eine schnellste Rundenzeit und fuhr damit den anderen endgültig davon. Die Durchschnittsgeschwindigkeit bei dieser Rekordrunde 140 Kilometer in der Stunde. Mit fast genau 1 Minute Vorsprung gewann Dörflinger dieses Rennen. Erfreulich aus deutscher Sicht, Rainer Kunz aus Mühlacker belegte den dritten Rang. Spannender als beim einzigen Rennen des heutigen Tages ging es da schon beim Training.